Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu den News am 31.08. Heute mit mir. Wollen wir gleich zum ersten Thema kommen. Nintendo bringt einen neuen 3DS raus. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, warum überall die Nintendo 3DS-Dinger über den Tisch gehauen werden für 150 Euro die XL-Version. Ich dachte mir schon ein paar Mal, schlägst du vielleicht nochmal zu oder lässt es bleiben. Jetzt hat Nintendo bekannt gegeben, dass er zwei neue Versionen rausbringt. Erstmal sind die Knöpfe farbig, dann gibt es sowas wie einen zweiten Analogstick rechts oben. Der soll so funktionieren wie ein Analogstick, ist aber eher so ein Ponöpel, wo man halt den rechten Stick dann quasi ersetzen soll. Und der soll schneller sein. Einen neuen Akku hat das Ding, das heißt, er hält ein bisschen länger. Dann soll das Ding gleich mit den Amiibo-Figuren funktionieren. Ja, und es wird sogar schon gleich ein neues Spiel rausgebracht, nämlich Xenoblade Chronicles, soll das ganze Ding heißen. Gab's schon auf der Wii, habe ich auch zu Hause, habe ich mir auch gedacht, zuerst geil, kannst du es endlich nachholen, aber Pustekuchen. Dieses Spiel läuft dann nur auf dem neuen 3DS. Schade, wann das Ding hier rauskommt, steht noch in den Sternen. Ich schätze aber mal, so hat Nintendo das schon leicht verlauten lassen, wahrscheinlich nächstes Jahr kommt dann der neue 3DS hier auch in Deutschland raus. In zwei Versionen, einmal die normale und einmal die XL-Version. Besser Bildschirm. Schade nur, dass dann wieder Spiele dann darauf rauskommen, die dann nur auf diesen neuen 3DS laufen. Für mich ist das ein bisschen ärgerlich, weil ich müsste mir dann quasi einen neuen 3DS holen, um dann die Spiele zu spielen. Wieso gibt man denen das Ding nicht dann gleich einen ganz anderen Namen? Zum Beispiel Nintendo, weiß ich nicht, Superboy oder so, weißt du? Tja. Zunächst, Amiibo-Figuren werden wohl dieses Jahr wohl noch 12 Stück rauskommen. Sollen so ungerechnet 13 Dollar kosten. Wann die genau rauskommen, kann ich euch leider noch nicht sagen zu diesem Zeitpunkt. Bleibt abzuwarten. Ich freue mich auf jeden Fall ein bisschen auf diese Amiibo-Figuren. Werde ich auf jeden Fall mit meiner Wii U dann mal austesten. Habe ich Bock drauf. So, jetzt kommen wir zum ganz großen Knaller. Amazon kauft nicht nur einfach mal ganz kurz Oculus Rift, nein. Die haben einfach die Patte und kaufen sich einfach mal kurz Twitch. Es hieß ja vorher die ganze Zeit bei Google, dass Google eigentlich Twitch kaufen will. Bumm! Auf einmal, zack, Amazon zugeschlagen für 970 Millionen. Kleines Taschengeld für die Jungs. Was natürlich das für Folgen hat für die Twitch-Nutzer. Ich persönlich nutze Twitch noch nicht. Hat es aber schon ein paar Mal vorgehabt. Bleibt abzuwarten. Sicher können wir auf jeden Fall sein, wenn man dann bei Amazon über die Spiele searcht, dass man auf jeden Fall dann gleich Live-Material sehen wird. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber bleibt abzuwarten, was die Jungs noch alles kaufen. Und die Gespräche sind ja heiß, dass auch eine Konsole kommt von Amazon. Schon längere Zeit. Und mit Twitch. Vielleicht gibt es dann Twitch auch dann nicht mehr für die PS4 One. Vielleicht wird man abwarten, Titel. Es gibt endlich einen Release-Termin für Bayonetta 2. Ich habe Bayonetta 1 geliebt und habe es auch extrem durchgesucht. Ich merke, das ist super trashig, das Spiel, aber es macht einen riesen Spaß. Und jetzt am 24. Oktober wurde es gelistet in Nordamerika. Ich denke aber, das wird sich nicht so weit verschieben. Ich denke mal, in 1, 2, 3 Wochen später kommt das Ding dann auch hier endlich nach Europa, Bayonetta 2. Wer es noch nicht weiß, Bayonetta 1 ist bei Bayonetta 2 gratis mit dabei. Und wisst ihr, was ich davon gratis halte? Gratis ist immer geil. Und wer Bayonetta also nicht nachgeholt hat, kann es dann tun. Geiles Spiel, wenn man ein bisschen auf abgefahrenen Rumgesmash steht, ist Bayonetta auf jeden Fall das Richtige. Wir freuen uns drauf. So, jetzt kommen wir noch zu einem Thema GTA 5. Ich bin einer, der GTA 5 nur angezockt hat. Falls die Leute, die das schon unseren Kanal kennen, die wissen das, wir haben das schon mal angespielt. Wir haben es uns aber nie selber gekauft und haben es auch nicht durchgespielt. Wir haben, wie gesagt, nur die ersten 20 Minuten gespielt. Ich hatte es jetzt eigentlich vor, es dann nachzuholen, wenn es denn für die Next Gen kommt. Es kommt ja für Next Gen, aber wurde verschoben auf nächstes Jahr. Und jetzt will ich nicht zu tief in Materie eingehen, aber es wurde für die PC-Version angeblich über Bord geworfen. Eigentlich war ja GTA 5, so laut Entwickler von Rockstar, nie so wirklich geplant, für die PC rauszukommen. Aber durch dieses ganze Rumgeheule von den PC-Lagern, was ich natürlich auch verstehen kann, weil wenn so ein gutes Spiel rauskommt und die PC-Lager gucken dann in die Röhre, ist natürlich ärgerlich.
haben die dann doch gesagt, wir probieren es. Und irgendwie haben die da mehrere Probleme bekommen, das auf die PC zu übertragen und weiß der Geier was und keine Ahnung. Es ist alles noch ganz vage, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ist mit Vorsicht zu genießen, ob das jetzt dran, was Wahres dran ist, oder ob die PC-Version wirklich noch kommt. Ich würde mich natürlich freuen für alle PCler da draußen, die dann wirklich nochmal in den Genuss kommen, GTA 5 zu zocken. Ich freue mich für die Next-Gen-Version, weil mein Rechner wird wahrscheinlich GTA 5 eh nicht mehr mitmachen. So, das war's dann auch mit den News. Heute mit mir, nächstes Mal wahrscheinlich wieder mit dem Sunny oder wieder mit mir, wir werden es sehen. Noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Hier könnt ihr nochmal das letzte Small sehen, wie ich den Sunny, oder wie der Sunny mich verkloppt hat. Und ja, ihr werdet das da sehen und es ist auf jeden Fall sehr amüsant und kann ich euch nur empfehlen, da mal reinzuschauen. In dem Sinne, das war's mit den News. Ich bin euer Uschi, ich habe die hier. Haut rein!